Please say it. One time. Der Schauspieler Alec Baldwin hat in einem New Yorker Café das Handy einer anti-israelischen Agitatorin aus der Hand geschlagen. Die Frau sprach Baldwin am Montag an, während er am Tresen des Cafés Mammon am University Place telefonierte. Sie forderte ihn mehrmals dazu auf, Free Palestine zu sagen. Zudem provozierte die Frau Baldwin, indem sie das Gerichtsverfahren um die fahrlässige Tötung der Kamerafrau Halina Hutchins ansprach. Can you please say Free Palestine one time? Why did you kill that lady? You killed that lady and got no jail time? No jail time, Alec? Please say it. One time. Am Ende ist zu sehen, wie Baldwin der Frau offenbar das Handy aus der Hand schlägt. Ein Angestellter des Cafés versuchte zuvor erfolglos einzugreifen. Baldwin forderte ihn auf, die Polizei zu rufen.